Hallo liebe Leute, also ich habe jetzt gerade ein Video geguckt von Linda Giese und ich rede jetzt mal so ein bisschen über Körperspracheanalyse, was mir auffällt. Sie macht etwas, was ich Fake Smiles nenne. Ich kenne das so ein bisschen von vielen Menschen, vor allem von Frauen im Internet, die sich irgendwo präsentieren auf Videos. Das kommt eigentlich vom blockierten Solarplexus. Das kommt daher, weil du Angst hast, nicht akzeptiert zu werden oder nicht die Reichweite zu erlangen, wenn du es nicht machst. Es ist also dieses so. Es ist aus meiner Sicht falsch aufgesetzt oder es ist nicht ehrlich, weil es nicht authentisch ist, weil man sich vielleicht gar nicht danach fühlt und man macht es eigentlich nur, weil man akzeptiert werden will im Solarplexus, weil die Alternative ist ja die, dass man das nicht macht und so wie ich jetzt gerade einfach so rede, ohne so zu machen, weil einfach ich mich gerade nicht danach fühle und weil ich nicht versuche, etwas darzustellen, was ich in diesem Moment energetisch nicht bin. Und deswegen meine erste Körpersprachanalyse ist, dass sich Linda Giese im Solarplexus nicht wirklich wohlfühlt, weil sie eben schauspielen will oder schauspielen muss oder was diese Gest oder Mimik im Gesicht angeht. Da spüre ich eine Abweichung von dem, wie sie sich wirklich innerlich fühlt. Das zum einen. Und zum anderen ist in ihrem Video, wo sie beschreibt, so ein erfülltes Leben zu führen. Du kannst in Gedanken oder Energie niemals erfülltes Leben führen. Und jetzt schweife ich ein bisschen aus, weil du bist als Körper abgespaltet vom Ganzen. Also dein Körper, die Atome selber und auch schon alleine die männlich-weibliche Energie. Wenn du zum Beispiel Mann bist, hast du meistens mehr männliche Energie, dir fehlt die weibliche Energie, du suchst den weiblichen Counterpart und als Frau suchst du natürlich die männliche Energie und daraus entsteht ja eigentlich auch Tantra, eben diese Kundalini-Energie, Sushumna. Nadi und alle diese Kundalini-Erwachen und sowas entstammt ja daraus, dass männlich und weiblich zusammenkommen. Und wenn sie nicht zusammenkommen, dann hast du immer dieses Gefühl, es fehlt was. Also ich gehe quasi jetzt ein bisschen tiefer. Das heißt, egal was du tust, so sehr du dich auch um deinen Körper kümmerst, was Linda Giese zum Beispiel erzählt und die anderen sollen, wirst du dich eigentlich nie komplett erfüllt fühlen in der physischen Realität, egal was du tust. Der einzige Weg, sich wirklich erfüllt zu fühlen, und da ist es ja schon im Wort, die Fülle, ist, indem du dich komplett leer machst. Weil nur wenn du dich erkennst als reines Bewusstsein, erkennst du auch, dass du eigentlich das Nichts bist und das Nichts braucht nichts. Das Nichts kann nicht mehr oder weniger sein, es ist immer gleich. Und nur das gibt dir ein erfülltes Leben. Und ich ehrlich gesagt, wenn ich Linda Gieses Video anschaue, ich kaufe ihr gar nichts ab von dem, was sie zumindest in diesem Video sagt. Dass man sicherlich daraus was Positives mitnehmen kann, ist ja wie jedem Video. In fast jedem Video auf YouTube kann man irgendwas Positives mitnehmen. Aber ich kaufe ihr nicht ab, dass sie selber ein erfülltes Leben führt. Und ich glaube auch, es macht für mich nicht den Eindruck, das versuche ich so ein bisschen zu beschreiben, für mich macht sie den Eindruck, als ob sie, ich versuche das richtig zu formulieren, weil ich kann sie energetisch ziemlich gut einschätzen. Nur, dass es halt öffentlich ist, muss ich immer so ein bisschen aufpassen, wie ich die Sachen sage. Ich glaube, dass sie relativ schwierig mit ihrer Situation klarkommt. Lebenssituation allgemein. Also psychoenergetisch.
aber dass sie es gemeistert hat, für sich gut zu kaschieren, indem sie einen erfolgreichen YouTube-Channel hat, bei sich zu Hause die Sachen schön einrichtet, sich da diese Kaffeetasse nimmt, einen netten Pulli anzieht. Und ich glaube, dass das aber das ein unterliegender Schmerz und ein unterliegendes Thema durch sie hindurch schwingt und nur jemand, der so hellfühlig ist wie ich, kann das wirklich sehen. Und für mich, es gibt viele Frauen in ihrer Situation und kaschieren funktioniert einfach nicht. Und das ist wie ein Freund von mir gefragt hat, so wie löst man Wurzelchakra-Problem, indem man 20 Millionen auf dem Konto hat und eine Freundin und die perfekte Freundin. Ich gesagt, nee, das ist nur kaschiert. Also man kann ganz viel kaschieren und wir wissen, dass im Internet mit Videos und Bildern und Gesagten man wahnsinnig einfach kaschieren kann. Wir haben viele Sachen uns kamen ja letztendlich in die letzten Monate und Jahre auf die Oberfläche und man war so ein bisschen auch schockiert, als sie gesagt, oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, zum Beispiel oder so. Und viele fliegen ja auch auf Dinge rein. Also Johnny Depp ist ja auf Amber Heard geflogen und dachte, sie wäre eine ganz tolle am Anfang. Gut, wer ein bisschen Menschenkenntnis hat, hätte es sofort erkannt, aber kaschieren ist sehr, sehr einfach. Und wenn du wirklich ein erfülltes Leben leben willst, dann gibt es eigentlich tatsächlich nur zwei Aspekte. Das erste ist der Libido-Aspekt. Und der zweite ist der spirituelle Erwachungsaspekt. Wenn du diese zwei Sachen schaffst also das Erwachen, das passiert ja. Das spirituelle Erwachen ist die Erkenntnis, ich bin nicht meine Gedanken. Dazu musst du einfach dann in der Stille sitzen. Und das zweite ist die Selbstermächtigung mit dem Libido. Und alles andere ist nur temporär kaschiert. Also du kannst dich jetzt körperlich auch gut fühlen, aber das wird ja nicht ewig andauern. Das Erwachen ist ewig. Und erfülltes Leben aus meiner Sicht, also jetzt aus dem Ego gesprochen, hat auch was mit Opportunities zu tun, Gelegenheiten. Wenn du keine Gelegenheiten hast, dann ist es auch schwierig, die oberflächlichen Sachen zu füllen. Wenn du zum Beispiel kein Wasser hast und du durstig bist, ja, dann musst du halt eine Situation kreieren, in der du Wasser hast. Und genauso gilt das für viele andere Sachen. Also ich zum Beispiel, ich fühle mich wahnsinnig erfüllt in tantrischen Sessions. Also mir macht das wahnsinnig Spaß, ich finde es als Berufung, ich verbinde mich gerne mit der weiblichen Energie. Es passieren ekstatische spirituelle Erfahrungen, die super interessant sind. Und ich habe noch nie eine Session gehabt, wo ich danach gesagt habe, so, jetzt habe ich mich nicht erfüllt gefühlt oder so. Es hat auch also was ein bisschen mit Berufung vielleicht zu tun. Und wenn ich jetzt keine Opportunity hätte, diese Berufung oder auch das auszuleben, ja, dann müsste ich halt nur in die Stille fallen, wie Ramana Maharshi, um wirklich eine noch tiefere Erfüllung zu fühlen. Aber tatsächlich in dem Video von Linda Giese bis Minute 5 hat sie irgendwie gar nichts gesagt, außer von irgendwie Ketten, die zusammenhängen und dass manche Kettenglieder irgendwie nicht so. Das sind halt alles so temporäre Sachen. Ja, es wird halt immer in der temporären Welt, in der Welt des Maya, wird immer etwas auftauchen und irgendwas verschwinden. Das wird halt immer so sein. Ja, und jetzt ist das Bild schon irgendwie, das wird immer heller. Mal gucken, ob ich es ein bisschen dunkler machen kann. Oder ist das beschlagen, das Objektiv? Lass mal gucken. Hier muss irgendwie das Rot. Ja, hier ist das Rad zum Rotieren. Drin, tun wir es mal ein bisschen runter. Ist wie so ein Filter, der drauf wäre fast. Okay, das war's jetzt erstmal.